Also ich begreife das nicht. 9 Uhr und die Sonne ist immer noch nicht aufgegangen. Sie wird doch nicht etwa verschlafen haben. Das wäre ja entsetzlich. Hallo? Frau Sonne! Aufstehen! Wo bleibt ihr? Oh. Königliche Hoheit! Königliche Hoheit! Oh. Königliche Hoheit! Etwas Schreckliches ist passiert, Euer Majestät! Etwas Schreckliches! Wenn Euer Majestät bitte so gnädig sein wollen, sich selbst davon zu überzeugen. Der Zeiger der Uhr steht bereits auf 9 und die Sonne ist immer noch nicht aufgegangen. Nun ja, merkwürdig ist das schon. Nun ja, wir wollen nichts überstürzen. Wir werden lieber noch ein Weilchen warten. Ein Weilchen warten? Ja. Majestät, Väterchen. Ihr seht doch, es ist 9. Väterchen! Väterchen, schnell! Steh auf! Du musst etwas tun! Du musst etwas tun! Hörst du? Steh auf, bitte schnell! Euer königliche Hoheit! Verzeiht, Euer königliche Hoheit, aber die Frau Sonne ist hier. Sie wartet unten. Was? Die Frau Sonne? In unserem Palast? Nun ja, unten im Thronsaal. Sie verlangt Gerechtigkeit. Die Hexe der Finsternis hat der Frau Sonne den Sonnenhahn geraubt. Liegen die zwei Weiber sich schon wieder in den Haaren? Zum Teufel, was hab ich damit zu tun? Du musst ein Urteil fällen, Väterchen. Ich? Wieso soll ich mich da einmischen? Weil du der König des Landes bist. Ach was, König oder nicht König, sie haben sich gestritten, also sollen sie auch sehen, wie sie wieder auseinanderkommen. Oh. Väterchen. Guten Morgen. Mir ist großes Unrecht widerfahren, Herr König. Die Hexe der Finsternis hat meinen Hahn, den Sonnenhahn, geraubt. Es ist der Hahn, der mich jeden Morgen weckt. Und deshalb konnte ich heute nicht aufgehen. Soll er von mir aus wecken, wen er will, mit seinem Gekreisch, aber nicht mich. Verbitte mir, dass er in meinem Reich herumkriegt, ein für alle Mal. Komm! Jeder Hahn, der es wagt, in mein Reich einzudringen, der wird einen Kopf kürzer gemacht. Das ist mein gutes Recht. Ja. Schluss, aus, Punkt, um. Niemand hat das Recht, einen so kostbaren Hahn wie meinen Sonnenhahn zu töten. Der war schon lange fällig, aber heute hat er das Fass zum Überlaufen gebracht. Ja. Mein Schlaf, Herr König, ist so dünn wie ein Fädchen und jeden Morgen hat er mich geweckt. Also ich fürchte, dass für einen so verteufelten Fall wie diesen unsere menschliche Gerechtigkeit zu kurz ist. Oh, ich verstehe dich nicht, Väterchen, der Fall ist doch sonnenklar. Niemandem steht es zu, den Hahn zu töten, der die Sonne für uns alle weckt. So lasst sie mit dir nicht sprechen. Dreimal dickes Hexenei, aufgehört mit dem Geschrei. Jetzt habe ich dir aber gegeben, ne? Ja. Nun, wem gebt ihr recht, Herr König? Steht ihr auf meiner oder auf ihrer Seite? Also, wie immer ich auch diesen Fall betrachte, ob nun so rum oder so rum, muss ich sagen, Sie haben recht, Frau Sonne. Du hast mir Schaden zugefügt, Herr König, also werde auch ich dir Schaden zufügen. Du hast eine sehr schöne Tochter. Ich werde dafür sorgen, dass sie keinen anderen zum Mann bekommt als einen schmutzigen Schuss. Da hast du es, du schöne Schönheit. Da kannst du auf Fußattrappen reiten, statt auf deinen königlichen Pferden. Ich wusste doch, das gibt nichts Gutes, aber du hast es so gewollt. Ihr habt ein gerechtes Urteil gesprochen, Herr König. Ihr braucht nichts zu bereuen. Ja, und? Was habe ich davon? Nichts, als dass meine Tochter einen schmutzigen Schuster zum Mann bekommt. Aber Väterchen. Ach, und sie wird ihn bekommen. Ja.
Wir gehen. Jawohl. Oh, Himmel, bin ich erschrocken. Meine. Ein Schuster, Papa. Ob nun Schuster oder nicht Schuster, Väterchen, Hauptsache er gefällt mir. Ach. Du bist klug und gerecht, Prinzessin. Das Glück wird dich nicht verlassen. Nicht verlassen. Was für ein Glück soll das sein mit einem Schuster? Aber wartet nur, wartet, schließlich bin ich hier immer noch der König. Der König bin ich, ich. Und etwas derartiges werde ich nicht dulden. Ich werde dich oben im Turm einsperren, ganz oben da, wo niemand hinkommt, und zwar sofort. Denn jetzt ist ein Schuster, los, ab mit euch in den Turm, los! Bedenk doch, Majestät, die vielen Stufen. Wenn du nicht so dick wärst, würde dir das nicht ausmachen. Los, ab! Achtung, Wache! Ihr bringt die beiden in den Turm und sperrt sie dort ein, ganz oben. Und dass mir kein Fremder den Turm betritt, verstanden? Los, Wache, wird niemand hereingelassen, nicht mal eine Maus. Und du, Hofmarschall, sorgst dafür, dass mein Befehl ausgeführt wird. Ein Schuster. Was könnte euch so passen? Er denkt, er kann uns überlisten, der wird sich noch wundern. Hast du gehört, Mama? Ich dachte, du das gehört! Aber jetzt habe ich einen Hunger, jetzt muss ich erst einmal was essen. Das ist nicht für dich, das ist für mich. Mamachen! Mamachen! Aber wir müssen jetzt zusehen, dass wir auch einen Schuster finden. Ja, so ist es. Spiegel, zeige mir geschwind. Jawohl! Wo ich einen Schuster finde. Geschwind! Geschwind! Nanu, 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 nichts zu erblicken, Töchterchen. Was? Er treibt wohl seinen Spaß mit mir, der verdammte Spiegel. Siehst du ihn? Warte. Oh. Ich glaube, ich höre etwas. Wirklich? Störst du? Ja, ja, ich höre es. Und da, siehst du? Ich sehe ihn auch, Mamachen. Da kommt er. Sieh nur, es sind sogar zwei. Dreimal die gesetzten Eier. Verschwinde schnell. Wenn sie dich sehen, werden sie uns vor Schreck weglaufen. Gib mir ein Stück Ziegenleder und du wirst staunen, was ich alles daraus zaubern kann. Zaubern, zaubern. Was wirst du schon zaubern können? Da hast doch höchstens ein paar Stiefel. Aber ich werde dir die Sporen dazu schmieden, ha? Die Sporen, das glaubst du selber nicht, du Schmied. Ein Hufeisen, vielleicht für das Pferd, auf dem der Reiter reitet mit meinen Stiefeln. Ein Hufeisen? Dir werde ich's zeigen, du Schuster. Denkst du, ein Schmied ist gar nichts, ja? Was ist das schon? Ein Kraftpreuz, aber ein grober Schlosser. Dir werde ich's zeigen, wenn ich nur ein Stück Eisen hätte. Mama, Mama, er wird ihn umbringen. Wir brauchen ein Stück Leder, weiches Ziegenleder. Weiches Ziegenleder. Das sollst du haben. Hol den Besen. Ja, ja, gleich. Gleich, Mamachen. Ah, komm, mein Mäuschen, mein kleines Schleckermäuschen. Willst du auch einen Happen packen, nicht wahr? Ah, da hast du mein Herzchen. Du weißt doch, Mütterchen, vergiss dich nicht. Her damit, gib ihn mir. Dreimaliges Hexenei. Böser Geist, komm schnell herbei. Du weißt, was du zu tun hast. Also hopp. Du haust nur auf das Eisen. Wenn du mal daneben schlägst, was passiert dann schon? Aber mit dem Leder, das ist was anderes. Da brauchst du Fingerspitzengefühl und musst den Kopf anstrengen. Dann werde ich dir mal eine Rose aus Eisen schmieden. Da wirst du auch staunen. Ach, was sage ich, eine Rose? Eine ganze Rosenhecke werde ich dir schmieden, du Schuster, du. Wenn man eurer Prahlerei so zuhört, ihr Burschen, dann fragt man sich, was wohl in Wahrheit herauskäme, wenn man euch das, was ihr braucht, um eure Kunst zu beweisen, in die Hände gebe. Ich mache euch einen Vorschlag. Kommt mit zu mir nach Hause. Ich gebe euch Eisen und Leder und jeder macht das daraus, was er am besten kann. Und sollte es mir gefallen, bezahle ich es euch sogar. Wollen wir? Nun gut, einverstanden.
Wir wollten uns sowieso ein paar Groschen verdienen. Wie viel Zeit gibt ihr uns? 3 Tage. Abgemacht? Abgemacht. 3 Tage. Abgemacht. Sieh da, sieh da. Du scheinst ja etwas zustande zu bringen. Warte jetzt nur ab. Bald wird er die Augen machen. Und du dort oben, was machst du? Nennst du das Arbeiten, was du da machst? Hm? Ich weiß es nicht. Vielleicht. Da bin ich aber neugierig, was bei dieser Art Arbeit herauskommt. Bestimmt eine Überraschung. Na, das wird aber eine schöne Überraschung sein. Ich bin fertig, mein Herr. Fertig, Kira. Also aufgepasst. Abracadabra. Na komm. Mein Hühnchen. Put, 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 put. Put, 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 put. Na los, zeig, was du kannst. Moment. Wunderbar. Siehst du? Achtung, und jetzt? So. Na los! Was ist denn? Na los! Fantastisch, wirklich fantastisch, ja. Und jetzt, Schuster, jetzt du. Wo ist er denn? Da oben ist er. Oh! Hallo, hier bin ich! Ira! Bist du wahnsinnig? Du willst mir wohl das Genick brechen. Nicht im Geringsten, ich denke gar nicht dran. Ich glaube, er ist wirklich wahnsinnig geworden. Es muss mir gelingen. Ich fliege! Was fällt dir ein? Andra, ich fliege! Hurra! Ich fliege! Mit Gott, Andra! Leb wohl! Vielleicht sehen wir uns noch einmal wieder im Leben! Dass du dich ins Wasser fällst! Großmutter, sei gegrüßt! Oh Himmel, der Teufel! Rettet euch! Rettet eure Seele! Der Teufel! Nein! Nicht! Hilfe! Aha! Da guckst du was? Ich kann fliegen wie du. Na, was ist, Gevatterin? Zeigst du mir den Weg aus dem Wald? Ich möchte zur nächsten Ortschaft. Ja? Danke. Musik.
Das muss das Haus des Schusters sein. Einen schönen Spätnachmittag wünsche ich. Wer bist denn du? Ich bin ein Geselle eures Handwerksmeisters und ich suche Arbeit. Naja, einen fleißigen Helfer könnte ich schon noch brauchen, wenn du dich nicht gerade wie ein Zigeuner mit dem Dreschflegel anstellst bei der Arbeit. Aber nein, ihr werdet sehen, ich bin flink wie der Teufel. Nun gut, wir werden es versuchen. Und wenn nicht, musst du eben wieder gehen. Meiner Seele! Du bist ja wahrlich flink wie der Teufel. Wenn sie einen solchen Schuster wie dich zum Mann bekäme, da braucht sich unsere Prinzessin nicht zu schämen. Du könntest jeden Prinzen das Wasser reichen. Was denn, eure Prinzessin will einen Schuster zum Mann? Naja, wollen wir sie nicht. Aber eine alte Hexe hat ihr prophezeit, dass sie einen Schuster bekommen wird. Aha. Da sieh mal. Siehst du? Dort oben die beiden erleuchteten Fenster im Turm. Dort hat unser König sie eingesperrt mit ihrer Amme und lässt sie streng bewachen, seine einzige Tochter, die Prinzessin Jasnika. Das arme Mädchen, immer da im Turm. Ist sie denn schön? Ah, wunderschön, wie ein Bildchen. Aber was hat sie davon? Weil ihr der Schuster prophezeit ist, darf niemand sie mehr sehen noch sprechen. Wer weiß? So, nun schlafe gut, mein Söhnchen. Und zünde mir ja kein Licht dort oben an, dass uns der rote Hahn nicht noch heimsucht. Ich brauche kein Licht, keine Angst, Meister. Wenn ich mich einmal hinlege, schlafe ich wie ein Toter. Gute Nacht. Gute Nacht, Söhnchen. Jetzt pass auf. Jetzt bekommst du gleich was zu sehen, aber fall nicht runter vor Schreck. Hopp! Ja, ich bin hier vorbeigeflogen und da war mir, als locke mich etwas an. Und als ich ins Fenster sah, erblickte ich dich. Und als ich dich erblickte, traf es mich wie ein Blitz und ich musste hier eindringen. Und warum musstest du das? Weil ich so ein schönes Mädchen wie dich noch nie im Leben gesehen habe. Du bist das schönste Mädchen der ganzen Welt. Leise, die Amme. Wenn sie dich hier entdeckt, wird es dir schlechter gehen. Komm. Oh,
komm schon, komm, hab keine Angst. Prinzesschen? Prinzesschen, mein Teures, schlaft ihr noch nicht? Was ist, Amme, warum weckst du mich? Ich hab schon so schön geschlafen. Schön geschlafen? Gerade eben erst hat sie die Kerzen ausgelöscht. Das ist nicht geheuer, das ist nicht geheuer. Da stimmt etwas nicht. Pass gut auf ihr! Und wie soll er dorthin gekommen sein? Das ist es ja, ich weiß es nicht. Es wird doch nicht etwa ein Schuster sein. Ein Schuster? Das will ich nicht behaupten, aber geflüstert wurde, ich hab's gehört. Naja, vielleicht hat sie im Traum geflüstert. Zweistimmig, Hoheit? Oh, ich habe ganz genau zwei Stimmen erkannt. Wer weiß, was du für Stimmen gehört hast. Anstatt zu wachen, scheinst du selber zu träumen. Das ist doch... Naja, was weiß ich. Majestät, euer königliche Hoheit, ich und Träumen. No? Also das ist doch... Ich, die ich nicht einmal mit den Augen zu blinzeln wagen würde. Weine nicht. Weine nicht. Das Beste wird sein, du bestreust den Fußboden im Zimmer der Prinzessin mit feiner Asche. Verstehst du? An den Fußspuren können wir dann nämlich feststellen, ob ein Fremder bei ihr war oder nicht. Hä? Ist das nicht ein königlicher Einfall? Sie ist aus dem Turm entflohen! Umzingeln! Einfallen! Na, warte noch! Warte! Wenn ich dich erwische, dir werde ich zeigen! Ich werde dich gleich übers Knie legen wie als kleines Mädchen! Schämst du dich nicht, deine Arme? Alte, komm da, um so herumzulangen! Ich kann nicht mehr, nein! Ich kann nicht mehr! Such mich doch! Such mich doch! Hier bin ich! Nun gut, ich habe verloren. Aber ich gehe allein. Ich bin wie zerschlagen von der dummen Stickerei. Immer nur sticken und sticken. Schrecklich. Ach, ich bin so umfallmüde. Und du, Arme, geh auch schlafen. Hast ja sowieso schon geschnarcht wie ein Holzfäller. Geschnarcht? Also das ist doch... Was ihr da redet, Prinzesschen. Nicht ein Auge habe ich zugemacht. Ich weiß. Du schläfst ja nur mit offenen Augen. Also gute Nacht. Und vergiss nicht, die Augen zuzumachen. Gute Nacht, Prinzessin. Mein Gott, mir scheint, die Sonne will heute überhaupt nicht untergehen. Lass es für heute gut sein, Söhnchen. Geh schlafen. Du hast schon mehr als genug gearbeitet. Wenn du so weitermachst, werden wir bald ganz ohne Arbeit sein. Na komm, Alte. Hier hast du. Nun, ich bin auch rechtschaffen müde, Meister. Na, siehst du. Dann geh schlafen, Söhnchen. Gute Nacht. Gute Nacht. Thank you.
ich habe dir etwas mitgebracht. Mir? Ja. Oh, sind die schön. Woher hast du diese schönen Schuhe? Nun, ich habe sie von einem Schuster. Oh, wunderbar. Oh, und wie sie passen. Oh Gott, mein Gott. Weg da zur Seite. Ich seh nichts, lass mich. Hast du die etwa gezaubert? Wieso gezaubert? Wieso denn? Genäht habe ich sie. Ich habe sie mit Liebe genäht. Also, wer war hier? Mit wem hast du geflüstert? Wer hier war? Niemand war hier. Und von wem stammen diese Spuren? Oh ja, die... von einem Engel. Ein Engel hat mich besucht, der war hier. Was für ein Engel denn? Ein Engel, der nach Schuster war? Was? Sofort alles durchsuchen. Genau, es riecht nach Schuster. Also, auch meine Nase kann ich nicht verlassen. Los, sag's mir, wo hast du ihn versteckt? Leugnen ist zwecklos, raus mit der Wahrheit. Du bist ein Pfarrer, hier zu kurz sein, wo dieser Kerl steckt. Oder es geschieht etwas Fürchterliches, hast du mich verpasst. Ich möchte wissen, wo du ihn versteckt hast. Willst du mir jetzt sagen? Sofort wirst du... Vergib mir, Väterchen. Wenn der König noch ist, einer. Was? Wo? Hunderte Fragen, denjenigen, der entfängt. Los, ihr Narr! Ich komme! Was? Hunderte? Halt die Prinzessin, ihr Narr! Tausend Dukaten! Tausend Dukaten! Hierbleiben! Wo ist er? Wo ist er? Hier geblieben! Oh Gott, oh Gott! Lauf, lauf, lauf! Halt den Kerl! Schnell, komm! Wo willst du denn hin? Prinzessin! Lass ihn! Oh Gott! Der Leibhaftige! Und jetzt gut festhalten! Ja, ja! Das ist kein Schuster, das ist der Teufel! Verhaftig, der Leibhaftige! Mein Kind ist vom Teufel geholt! Und ich aber, Vater, womit habe ich das verdient? Hast du das gesehen? Hast du das gesehen, Mamaschen? Sie glauben, dass unser Schuster der Teufel ist? Reingefallen, Edspätscher König! Das ist ein Spaßwagen, Mamaschen! Siehst du, das ist die Rache dafür, dass sie sich in Sachen eingemischt haben, die sie nichts angehen. So, jetzt wollen wir erst einmal Ordnung machen, damit wir Platz für unser Festmahl haben. Denn so ein Sieg, der muss gefeiert werden, mein Herzblättchen. Na los, los, was ist? Oh, oh. Oh, aber die Pilzchen sind für mich nicht für dich. Du bekommst davon kein Häppchen, ein Schnäppchen, nicht ein einziges Stückchen Wein. Oh. Putti, 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 Putti. Tralala, 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 Morgen, Prinzessin. Oh, also habe ich das doch nicht nur geträumt. Oh, wir sind wirklich geflogen. Ich danke dir, Liebster, dass du mich befreit hast aus dem schrecklichen Turm. Hoffentlich wirst du es eines Tages nicht bereuen. Ich bin nämlich gar kein Engel. Ich bin nur ein ganz gewöhnlicher... Denkst du, das weiß ich nicht? Dann hättest du mir die Schuhe nicht geben dürfen. Na warte! Oh, gleich hab ich dich!
Aber nur von Walderdbeeren können wir nicht überleben. Wir werden uns unseren Unterhalt schon verdienen. Du kannst Schuhe machen und ich werde sie verkaufen. Aber mein ganzes Werkzeug ist bei dem Meister geblieben. Außer meinen Flügeln habe ich nichts mehr. Aber ich habe etwas. Oh. Königlicher Reiter, man erzählt sich, unsere gnädigste Prinzessin wäre heute Nacht vom Teufel geholt worden. Aber das ist eine gemeine Lüge. Und deshalb kommt derjenige, der diese Lüge weiter verbreitet, in den Hungerturm. Habt ihr das verstanden? Und jetzt wird der Herr Hofmarschall zu euch sprechen. Auge nach rechts! Ui. Königlicher Reiter, unsere allergnädigste Prinzessin Jasnenka wurde von einem geflügelten Räuber entführt. Und deshalb befiehlt seine Majestät, unser Herr und König, alle Winkel seines Königreiches und auch die Winkel anderer Reiche heimlich und unauffällig nach der Prinzessin zu durchforschen und so ganz nebenbei und natürlich auch unauffällig nach dem geflügelten Räuber. Hör zu, und demjenigen, dem es gelingt, ihn zu fangen, winkt eine Belohnung von 10.000 königlichen Dukaten. Oh. Ah! Johann, verteile die Bildchen an die königlichen Reiter. Oh. Auf die Idee kommt, dass sie eine Prinzessin ist. Siehst du, Mamachen, wie sie jetzt aussieht? Unsere schöne Prinzessin, wie eine ganz gewöhnliche Schustersfrau. warte. Jetzt kommt gleich der Schuster und dann wird er ihr mit seinem Schusterriemens. Das hat sie nun davon. Wo siehst du denn? Ach, mein Töchterchen. Na komm. Du dumm, Mann, und du schimpfst nicht mal mit mir. Ich muss mich beeilen, sonst komme ich zu spät zum Markt. Ich frage mich, ob sich das überhaupt schickt, dass eine Prinzessin Schuhe verkauft. Ob es sich schickt oder nicht schickt, ich muss Geld verdienen. Siehst du, hast du das gesehen, Mama? Er hat sie gar nicht geschlagen, er hat sie sogar geküsst und geschätzt hat er mit ihr. Ich glaube, diese verdammte Prinzessin ist glücklicher mit diesem Schuster als mit irgendeinem Prinzen. Sie wird ihr Teil schon bekommen. Blumen, frische Blumen, für Hochzeiten und Geburtstage, für Freud und Leid. Blumen gehören dazu. Endliches Gesindel, geht mir aus dem Weg.
Ekelhaft. Wirklich ekelhaft, wie sie riecht. Wie sie riecht. Ja. Ist sie das vielleicht? Nein, Mamachen, das ist ein Mann. Er verkauft, glaube ich, Fische. Und das, was ist das? Sehen wir uns das mal an. Aus dem Weg gesehen. Los, aus dem Weg. Das wäre doch gelacht, wenn wir sie nicht fänden. Ja. Ah, da seid ihr ja endlich. Guten Morgen. Wir haben schon befürchtet, dass unsere schöne Schusterfrau verschlafen hat. Nein, nein, ich musste noch Brot. Das wird bestimmt so schmecken. Ach, sprechen wir besser nicht drüber. Gehabt euch wohl. Gehabt euch wohl. Kauft Schuhe, schöne Schuhe, Schuhe für die Arbeit, Schuhe zum Tanzen, für alt und für jung, weiche Stiefelschäfte, bequeme Pantoffeln. Kauft ihr, Leute, kauft. Junge Frau, die scheinen mir recht schön zu sein. Hier, seht sie euch an. Aus dem Nein, und sag uns einmal her, was du zu bieten hast. Ich weiß nicht, was für Schuhe ihr braucht. Nicht wahr, Mamachen? Sie wird ja wohl noch andere haben. Ja. Na, zeig her. Ja, die nicht. Die nicht? Die auch nicht. Die sind doch hast du nichts anderes? Mamachen. Die hier vielleicht? Ganz scheußlich. Ja, scheußlich. Aber hier habe ich noch ein sehr schönes Paar. Vielleicht gefallen euch diese. Wie die anderen auch scheußlich, alle scheußlich. Aber die, die du anhast, die gefallen mir. Die, werte Frau, sind leider unverkäuflich. Ich habe sie als Geschenk erhalten. Nee, die sind Dorfschusterin. Sei froh, wenn wir überhaupt etwas kaufen. Wer einer Schustersfrau Schuhe schenkt, der muss ja ein komischer Vogel sein. Mein Mann hat sie mir geschenkt. Larifari, Lirum, Lari, meine Tochter wünscht die Schuhe und damit basta. Sei so gut und lasse sie jetzt anprobieren. Ja. Her damit, Schusterin. So, hilf mir doch, du dumme Gans. Siehst du nicht mehr? Aua. Dreimaliges Hexenheim, mit dem Glück ist das vorbei. Ihre! So, da habt ihr nicht mein Teilchen. Die Taschenkasse! Hier! Kennt ihr dieses Mädchen? Habt ihr es vielleicht irgendwo gesehen? Kennt ihr das Mädchen? Hey Böttcher, her zu mir. Hast du sie schon mal gesehen? Was, die da? Warum sucht ihr sie? Du sollst nicht fragen, du sollst antworten. Kennst du sie oder nicht? Habe ich noch nie gesehen im Leben. Kennt ihr dieses Mädchen? Habt ihr es schon einmal gesehen? Wer kennt dieses Mädchen? Wer hat dieses Mädchen hier? Zuletzt waren zwei so aufgeputzte Weiber bei ihr und plötzlich war sie verschwunden. Ein königlicher Reiter hat sie auch gesucht. Ich wollte sie noch warnen, aber da war sie schon weg. Also ich verstehe das nicht. Ich habe doch hier gegenüber gestanden und sie dauernd gesehen. Und plötzlich war sie wie vom Erdboden verschluckt. Ich habe mit ihr gesprochen. Sie hat mir gesagt, sie hat Brot gebacken. Dann kam der königliche Reiter und... Sehr merkwürdig. Also irgendwas stimmt hier nicht. Ist aber alles noch da, ne? Top. Wo bist du, mein Prinzesschen? Wo bist du bloß? Jetzt verstehe ich, was du mir sagen willst. Dort muss ich die Prinzessin suchen, in dieser Richtung. Ich werde sie suchen gehen, dort müsste ich bis ans Ende der Welt. Thank you.
Ich danke dir. Weile. Ich weiß, du bist ein Schuster, aber was treibst du da immer mit diesem Schuh? Das verstehe ich nicht. Er ist mir behilflich, meine Prinzessin zu suchen. Doch bisher war uns das Glück nicht hold. Wenn du ein guter Schuster bist, würde ich dir auch helfen. Ich schreite Tag für Tag über den Himmel. Meine Schuhe müssen ausgebessert werden. Aber mehr als eine Nacht kann ich dir für die Arbeit nicht zugestehen. Ein paar Schuhe in einer Nacht? Das schaffe ich spielend. Nun gut. So gehe immer in Richtung Westen, bis du zu dem Berg kommst, auf dem mein Palast steht. Dort werde ich dich morgen früh ausgebessert hast, sollst du es nicht bereuen. Au. Die brennen ja. Schade. Ich hätte dir jeden Wunsch erfüllt. Ich versuch's. Aber wenigstens brauche ich Schmiedewerkzeug dazu. Meine Arbeit ist vollbracht. Du hast wahrhaft gesegnete Hände, Schuster. Nun sage mir deinen Wunsch. Ich würde gern wissen, wo ich Prinzessin Jasenka finde. Prinzessin Jasenka wird von der Hexe der Finsternis in ihrer verfallenen Felsenburg gefangen gehalten. Inmitten von Morast und schwarzen Wäldern. Oh, das macht nichts. Ich habe etwas, das mir helfen wird. Gefahren schützen. Wenn du in Not bist, lass ihn zur Erde fallen.
Ich werde sein Klingen hören und sollte ich auch am Ende der Welt sein. Ich danke euch, liebwerte Frau. Du sollst deine Hände regen, anstatt sie dir zu wärmen. Ich soll wohl deinetwegen mit schmutzigen Schuhen herumlaufen, hä? Gleich bin ich fertig, noch einen Moment. Ah, wenn du alle Schuhe geputzt hast, machst du den Hof sauber. Und wenn du den Hof sauber gemacht hast, trägst du Wasser in die Küche. Und wenn du Wasser in die Küche getragen hast, heizst du den Herd an. Und wenn du den Herd angeheizt hast, machst du mir ein gutes Frühstück. Aber es muss fertig sein, bevor die Sonne aufgeht. Sonst bekommst du nichts zu essen. So. Und du passt schön auf, dass sie nicht wieder faulenzt. Sie soll sich ihr Essen verdienen. So. Ich werde mir schon etwas ausdenken. Nur vergiss nicht, ein Licht in das Fenster zu stellen, dass ich es auch finde. Ich vergesse es bestimmt nicht. Na,
weiß, mein Herz. Weiter, weiter, alte Kröte. Das gefällt mir. Du bist so schön glitschig. So schön zum Ekeln. Ekeln ist schön. Ich Vorsichtig. Ich ekel mich gerne. Ja. Komm. Komm, komm, komm. Was stehst du hier rum und guckst? Nennst du das Arbeiten? Du siehst doch, dass ich mit meinem Lieblingstier spiele. Du willst wohl, dass ich dir ein paar runterhaue, was? Verdammt, wo hast du deine Gedanken, du hässliches Stück Mensch? Vernichtest unser ganzes Habe, unser ganzes Vermögen. Ah. Bitte verzeiht, ich wollte das nicht. Ja, ja. Gib's dir, Mamachen, das macht sie doch absichtlich, das widerliche Scheißerl. Stirb. Los, stirb. Und nun komm mal her. Komm. Hierher zu mir. Wovor hast du Angst, hm? Wovor? Du verbergst doch etwas. Heb den Rock einmal hoch. Ach, die roten Schuhchen. Woher hast du den Zwang, ne? Woher hast du ihn? Ein Vogel hat sie mir vor die Füße geworfen. Ein Vogel? Die Lindnerin, die Lindnerin, die Lindnerin ist sie. Du kannst in den Hunger tun, da wirst du schon sehen. Glaubst du, das war ihr Schuster? Ja. Ihr Biss? Ja. Ja. Er soll nur versuchen, sich meiner Burg zu nähern. Wie einen Wurm werde ich ihn zerquetschen. Ja. Herr gewesen. Und nun. Ihm ja. Hula! Zu entdecken und im Umkreis von 3 Meilen auch nicht. Und trotzdem muss er irgendwo hergekommen sein. Ja. Nun gut, wir werden abwarten. Ja. Du sperrst das Mädchen jedenfalls erst einmal in den Turm. Ja. Und dann... Oh. So, widerliche Scheusal. Jetzt kommst du in den Hungerturm da. Kannst du auf deinen schmutzigen, stinkenden Schuster warten. Da kannst du nachdenken über deine Lügengeschichten. Und versuche ja nicht von hier zu fliehen, dann werde ich dir die Haare ausreißen, die Augen werde ich dir auskratzen, du widerliche Scheusal, hä? Was hast du davon, hä? Wenn er einmal hier war, kommt er auch ein zweites Mal, da möchte ich wetten. Nimm den Besen und hol ihm den Boxbeutel mit dem Trank des Vergessens. Ah. Wir werden dir den Schuster schon aus dem Kopf treiben. Zum Film, Mamachen. Mein Mäuschen, komm. Also? Deswegen will ich jetzt verspaßen. Alter, wir müssen dir holen den Trank des Vergessens. Los, los, sei nicht so störrig. Auf geht's! Langsam, nicht so schnell! Lari, frage ich. Was heißt denn? Wozu sind die Borsten da? Zum Hinfallen? Kann ich dafür, dass sie nicht bremsen? Freches, dreckiges Stück! Gib her! Lirumlarumla! Was war, sei nicht mehr da! Darum Lirumli! Macht des Erinnerns flieh! Geh uns ja auch eine Rührkeule. Sieh da heiß. Dann vergisst sie, was sie weiß. Siehst du? Jetzt wird sie ihren heißgeliebten Schuster vergessen. Sie wird ihn nicht mehr erkennen bis zu ihrem Tode. Das hat sie nun davon. Es sei denn, sie findet wieder, was sie nie verloren hat. Das ist das Einzige, was ihr die Erinnerung zurückbringen könnte. Wenn man nichts verloren hat, kann man es auch nicht finden. Ist doch Quatsch, hä? Meinst du, ja? Ja. Nun, so mache ich ein schön versalzenes Breichen, damit sie Durst bekommt auf unser Tränkchen. Ein schön versalzenes Breichen, ein gut gebrautes Tränkchen. Los! So, jetzt brauchen wir erst einmal ein Schüsselchen und in das Schüsselchen das Breichen.
dreimal dicke Sechsmal in das Schüsselchen den Brei. Ha. Breichen, Breichen, aufgetischt, ein wenig noch mit Salz vermischt. Machst Durst ja nach dem fetten Essen und lässt den Schuster sie vergessen. Speck! Wunderbar! Bringe ein feines, süßes Breichen. Oh, siehst du, Potiphar hat auch Appetit drauf. Und wenn ihr es schmeckt, wird es dir ja wohl auch schmecken. Ich möchte nicht. Ich habe überhaupt keinen Hunger. Oh, schade. Aber Durst hast du doch bestimmt. Hä? Einen schönen Becher voll frischem Quellwasser. Na komm, trink. Nein, ich habe auch keinen Durst. Nein? Dann eben nicht, Dumme Gans. Wirst schon sehen, was du davon hast, wa? Als Ärger hat man mit diesen elenden Menschen. Dreimaliges Hexenei, böser Geist, komm schnell herbei. Du wirst heute die ganze Nacht die Burg bewachen. Und sobald sich dir ein menschliches Wesen auch nur von Ferne nähert, so tötest du es. Herbei, herbei, ihr Wächter der Nacht. Seid auf der Hut heute, gebet gut Acht. Wer es hier einzudringen will wagen, den sollt ihr mit euren Flügeln erschlagen. Mit euren Krallen sollt ihr ihn zerfetzen und alle zusammen zu Tode ihn hetzen. Fliege dir, Vöglein, seid auf der Wacht, denn heute wird das Werk vollbracht.
Rita, bist du da? Wir müssen uns beeilen. Meine liebe Jasenka. Ira. Nichts, nichts. Komm, wir müssen... Lauft, ihr beiden. Versäumt keine Zeit. Die Hexe der Finsternis soll ihre gerechte Strafe bekommen. Du wagst dich in meine Burg, Verruchte. Hinfort mit dir. Hinfort. Jetzt werde ich euch verzaubern. Nein. Durstig. Oh, warte, Liebster. Ich hole dir etwas.
keine Zeit, ihr beiden. Solchen Durst. Weißt du nicht, Mädchen? Ja, wie bist du denn in diesen Wald gekommen? Ich bin mit dem Wind hierher geflogen. Hergeflogen? Wie denn das? Wie denn hergeflogen? Nun eben geflogen. Hergeflogen. Und kennt ihr das hier, gnädiges Prinzesschen? Gib das Bild her! Nein! Lasst mich wieder runter! Ich denk gar nicht daran! Nein! Was glaubt ihr wohl, was für einen Fang ich mit euch gemacht Ira! Habe? Jetzt winken mir 10.000 Dukaten!
Nun hört euch das an, Euer Majestät. Ja, ich höre, aber nun ist endlich genug geheult. Wer weiß, was ihn unterwegs aufgehalten hat. Aber eines Tages kommt er bestimmt und holt ihn. Ja, ja, bestimmt, bestimmt. Das ganze Königreich habe ich nach ihm durchsuchen lassen. Aber von deinem Schuster ist ja nicht mal ein Schnürsenkel zu finden. Er ist der beste Mann unter der Sonne. Wenn er mich nicht befreit hätte, dann wäre ich heute immer noch bei der bösen Hexe. Wenn er dich nicht geraubt hätte aus dem Turm, hätte er dich nicht befreien müssen. Übrigens werde ich gleich morgen alle Prinzen aus den Nachbarreichen zusammentrommeln lassen und einen davon wirst du heiraten. Basta! Ich will aber keinen Prinzen, ich will meinen Hierreich, ich liebe ihn nämlich. Also wenn ich sage, du nimmst einen Prinzen, dann nimmst du einen Prinzen. Basta! Nun? Hier nicht ohne sie empfangen. Sei mit Durchlauf der Prinz aus dem Reich des Silbernen Drachen. Euer Hoheit. Ist das? Was wird er bloß von uns denken? Wenn sie nicht gleich kommt, gibt es ein fürchterliches Donnerwetter. Seine Durchlauf der Prinz aus dem Reich der tausend Schwäne. Sehr sympathisch. Seine Durchlauf der Prinz aus dem Reich am Ende der Welt. Sieh dir das an. Auch so ein netter, sympathischer Kerl. Also wenn sie nicht bald kommt, lege ich sie übers Knie vor allen Leuten her. Euer Hoheit. Und du kriegst auch dein Teil ab. Oh. Ihre Durchlauf! Ihre Durchlauf! Die Prinzessin! Reverenz! Reverenz! Schnell! Schnell! Es mag euch verwundern, verehrte Prinzen, dass ich hier nur mit einem Schuh vor euch erscheine. Aber als ich aus der Gefangenschaft der bösen Hexe floh, habe ich den anderen auf dem Weg verloren. Wer mir meinen Schuh innerhalb von 3 Tagen zurückbringt, den werde ich zum Manne nehmen. Verzeih mir, Väterchen. Ohne den Schuh bekommt mich niemand zur Frau. Ich nehme die Herausforderung an, schöne Prinzessin. Doch erlaubt mir euch zu bitten, mir den euch verbliebenen Schuh auszuleihen. So werde ich den verloren gegangenen besser erkennen. Nun, ich glaube, Prinz, der Weg, auf dem ich geflohen bin, wird nicht mit roten Schuhen übersät sein. Doch von mir aus. Wenn ihr der Meinung seid, dass es euch hilft. Euer Hoheit. Oh.
eine feine Arbeit sind meine Augen zu alt. Na und? Hast du nicht genug Gesellen? Die haben junge Augen. Die werden es wohl fertig bringen. Ja, ja, teurer Prinz. Junge Augen haben sie, aber zu schwere Hände für eine solche Arbeit. Diesen Beutel mit Geld bekommst du. Wenn du mir zu dem rechten Schuh auch den linken machst. Aber so, dass er nicht zu unterscheiden ist. Ansonsten entziehe ich dir meine Gunst. Einen solchen Schuh würde ich für alles Geld der Welt nicht zustande bringen, euer Gnaden. Doch vielleicht was... Was? Vor einer Woche habe ich einen neuen Gesellen eingestellt. Ein sonderbarer Mensch. Aber er hat goldene Hände. Vielleicht, dass er... Wo ist er? Hey, Busche! Wo bist du? Melde dich! Hörst du mich, Busche? Seine Gnaden, der Prinz möchte dich sprechen. Ist er das da? Ja. Wer bist du? Wie ist dein Name? Ich kenne meinen Namen nicht. Da hört ihr es, euer Gnaden. Hier, Busche, diesen Schuh, sieh ihn dir an. Könntest du einen zweiten dazu machen? Ich weiß es nicht. Mag sein, dass ich es kann. Nun, so versuche es. Aber sofort. Bis morgen muss er fertig sein. Was soll ich ihn anfertigen? Ich habe den zweiten doch. Natürlich. Ich habe ihn. Ich habe ihn doch. Ich habe ihn. Das sind doch die Schuhe. Die Schuhe meiner Jasnjenka. Meiner geliebten Jasnjenka. Und das hier. Und das hier sind meine Flügel. Und ich. Ich bin Jira. Ich bin Jira. Jira. Ich bin Jira. Wie war es nur möglich, dass ich das vergessen habe? Oh, was ist los mit dir, Bursche? Bist du ganz und gar verrückt geworden? Nichts ist los, Meister. Mir ist nur gerade etwas eingefallen. Eingefallen? Den Schuh für den Prinzen sollst du machen. Gut, gut. Nein, bitte wartet. Ich wollte euch doch noch etwas fragen. Oh ja, wozu braucht der Prinz eigentlich diesen zweiten roten Schuh? Nun, er bekommt dafür eine Prinzessin zur Frau. Und das halbe Königreich auch noch als Zugabe. Für einen einzigen Schuh. Ah, so ist das also. Gut, bestellt den Prinzen. Er wird morgen früh beide Schuhe haben. Die kommen! Die kommen! Seine Durchlaucht, der Prinz aus dem Reich des silbernen Drachen. Gekommen. So hier!
Der Leibhaftige! Da ist er wieder! Der Teufel! Einfangen sofort! Das ist der Schuster und in den Hungerturm mit ihm! Und du kommst auf der Stelle wieder runter sofort! Ich komme erst runter, Peterchen, wenn du mir versprichst, dass ich Ira heiraten darf. Sonst fliege ich weg mit ihm. Nein, 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 nein! Geflogen wird nirgendwohin mehr! Herrgott nochmal, die hat aber auch einen Dickschädel, dieses Mädchen. Also das ist nicht zu glauben. Also gut, komm runter, von mir aus heirate ihn! Mein Prinzesschen. Mein Prinz.